Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101. Wir haben jetzt gerade ein paar Kratzer kaputt gemacht und gehen jetzt zurück zu... Nee, Moment, zu Abigail Doolittle gehen wir jetzt nicht. Wir gehen zu Linda Milltop. Ach, da ist er auch schon. Gott sei Dank. So, Linda. Fantastisch! Ich wusste, du schaffst das. Das wird den Kratzern klar machen, dass wir uns und nachdem du bei den Kratzern so gute Arbeit... Aber zunächst musst du David Beeman beeindrucken. Besuche ihn und biete deine Hilfe an, falls er Probleme in seiner Gegend hat. Ja, hier ergibt sich ja doch noch eine Quest nach der anderen, ne? Ich denke immer, ja, jetzt habe ich es fast geschafft und dann kommt noch was und dann kommt noch was und dann kommt noch etwas. Huch, Kevin, machst du denn da für spektakuläre Stunts? Lass mal gucken, müssen wir überhaupt in Knight's Court noch eine Katze finden? Hyde, Chelsea, Newgate, Big Ben. Hm, noch vier müssen wir finden, das ist eine Menge, die wir noch übersehen haben. So, dafür nehmen wir mal ein bisschen was Erz mit, ne, Steinquader. Manchmal hat man auch Glück und es verbergen sich seltene Gegenstände dazwischen. So wie ich schon einmal einen Diamanten dazwischen hatte. Ah, lass uns mal ein kleines Britzel-Bratzel-Spielchen machen. So ein bisschen Entspannung, seichte Unterhaltung. Oh, oh, oh. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell. Schnell? Ja, ja, wirklich. Ich meine, ist wirklich schnell. Das brauchen wir. Und noch eins. Ja, geschafft. Nein, überhaupt nicht geschafft. Gar nicht geschafft. So, puh. Aber es gibt eh nur Pille-Palle. Abgelenkt. Oh, plus 40% auf den nächsten Herzzauber. Das ist aber cool. Das werde ich mir auch gleich mal in mein Kartendeck reinmachen. Wen machen wir dafür raus? Die Tante. Überleg. Ach, guck mal, ich habe schon einen Leuchtturm da drin, ne? Dann belassen wir es auch bei dem einen erstmal. So. Ja, ich spiele jetzt am Tag und mein Sohnemann ist heute zu Hause geblieben. Deswegen werde ich wahrscheinlich öfter mal unterbrochen. Hat dich geschickt? Du musst sie beeindruckt haben. Sie schlagen mit ihren Knüppeln Scheiben ein. Könntest du bitte ein paar besiegen? Weg! Mein kaiserlicher Tee aus dem Morgen. Oh, diese stämmigen Trolle haben mein Lagerhaus Ich habe sie gefunden, aber musste einfach mal nach Luft schnappen. Bitte geh weiter und besiege die stämmigen Trolle. Und bring mir meinen Tee zurück. Stämmige? Die habe ich ja noch nie gesehen. Gut, besiegen wir stämmige Trolle. Die habe ich noch nie gesehen hier. Was sind die denn? Ach, da können wir voll draufhauen. Gut, dann legen wir mal los. So, als nächstes minus 80%. Ist auch nicht schlecht. Auch wenn die vielleicht gar nicht mit Feuer angreifen. Aber wenn, dann bin ich gearscht. Denn irgendwie halte ich Feuerangriffe ja nicht so gut aus. Obwohl meine Feuerverteidigung am höchsten ist von allen Sachen. Elementare Klinge. Stämmige Trolle.
macht ihr da eigentlich überhaupt hier? Affen. Die pushen sich die ganze Zeit. So, wer möchte mich denn hier gleich als erstes kaputt machen? Wir machen jetzt mal als erstes kaputt. Dich. So. Nummer 1 ist erledigt. Und tschüss. Dann haben wir noch ihn. Und er wird jetzt einen fetten Angriff machen. Was? Das ist ja lächerlich. Ja, ist okay, aber nicht so wild. Ja, es ist so 169. Ertrage ich besser als Feuerangriffe. Warum auch immer. So, der hier. Kriege ich den denn kaputt? Nee, eigentlich nicht. Komm, wir machen jetzt einmal den Sonnenvogel. Wir schmeißen das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Und haben gleich vielleicht so einen einfachen Angriff, der mich keinen Pips kostet. Oder der schnell erledigt ist. Einfach der zu 100% gut geht. Ja, haben wir es schon geschafft. Wundervoll. Noch zwei weitere Rabauken besiegen. Rabauken. Das klingt sehr nett, ne? Ach, und Muhong-Tee muss ich auch noch sammeln gleichzeitig. Also zwei Quests in einem quasi, ja? In einer. So, lassen Sie mich gucken. Das können wir nicht, können wir es gebrauchen? Das. Also das machen wir jetzt mal gerade weg. Mit Feuer greifen die nicht an. So. Aber ihr müsst doch zugeben, Leute, oder? Inzwischen habe ich es ein bisschen besser drauf. So mit den Karten und Sets und den Angriffen, den zu koordinieren, strategisch zu denken. Ist nicht mehr so schlimm wie am Anfang, oder? So, das brauchen wir hier nicht. Das brauchen wir auch nicht. Dort auch nicht. Komm, wir machen jetzt mal das und warten ab, was da als nächstes kommt. Ich glaube, bis wir bereit sind für den Big Ben, muss ich hier noch etliche Dinge erledigen. Also, so schnell geht das nicht. Na denn, ja, so. Elementarklinge, sehr gut. Die kommt mir gerade sehr gelegen. Können wir jetzt gleich die Meteoriten auf die donnern lassen und dann, Freunde, sieht ihr alt aus. Vor allem du, du wirst gleich kaputt gehen als erstes. Na dann, weg mit dir. Dich brauche ich auch nicht. Auf geht's. Ich verpatze die Zauber auch gar nicht mehr so oft, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Boah, wie oft habe ich die Zauber am Anfang verpatzt? Hm, siehst du, der ist nicht kaputt, habe ich mir gedacht. Ärgerlich. Das heißt, er braucht jetzt noch einen kleinen Schubser. Ja, es war ein bisschen übertrieben, aber was soll's. Und tschüss. 398. Besorge Keulen. Wieso denn Keulen? Von Keulen war doch jetzt überhaupt gar nicht die Rede. Bravo! Du hast deinen Teil der Abmachung wirklich gehalten. Du, danke. Ich bin überzeugt, du hast diesen Trollen ein paar... Wir haben eine neue Lieferung Salben aus Krokotop. Könntest du bitte meine Kisten holen, bevor die Kratzer damit abhauen? Aber nur, wenn es dir nichts ausmacht. Die Kisten sind einfach zu erkennen. Sie sind alle mit zerbrechlich beschriftet. Ah, die habe ich doch schon mal gesehen. Und gedacht, die muss ich irgendwann einsammeln. Wo sind wir hier überhaupt? In der, was für eine Ecke?
Ich glaube, in dieser Ecke hier war ich noch gar nicht. Lass mal gucken. Jack der Kratzer, Linda Milltop. Ja, irgendwie war ich in der Ecke noch nicht, ne? Ich weiß nicht warum. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Kisten einsammeln. Aber das ist ja Pillepalle. Das stellt mich jetzt nicht so vor die große Herausforderung. Ist aber auch mal ganz nett zwischendurch. Das ist ja auch das Gute, dass das so ein bisschen abwechslungsreich ist. Auch wenn es sich in den Grundzügen dieses Spiel in vielen Dingen natürlich wiederholt. Ne? Boah, ist hier viel los. Sag mal, wo sind denn jetzt diese verfluchten Kisten alle? Hat die gerade irgendjemand weggenommen? Versteckt. Guck mal, da sind schon wieder die Froschmänner. Night's Court ist ganz schön groß. Tja, die sind es nicht, das weiß ich. Das sind die, wo drauf steht, zerbrechlich. Das habe ich mir schon gemerkt. Boah. Bin ich überhaupt hier noch in Night's Court? Lass mal gucken. Alles gehört zu Night's Court, ja. Das ist ja bescheuert, oder? Was haben wir hier hinten? Gar nichts. Tja. Ach, ich werde schon noch ein paar Kistchen irgendwo finden. Nur die Frage ist, wann? Lästige Sucherei. In den anderen... Hä? Bill Tanner? Was hast du denn hier für eine Quest? Hilfe! Hilfe! Meine Schwester! Bringen Sie dazu, Ihren Aufenthaltsort preiszugeben. Bitte! Leary-Schleicher töten. Okay, machen wir doch gerne. Aber jetzt sammle ich erstmal Kisten. Da ist doch noch eine unverhoffte Quest gewesen. Nicht zu fassen. Wer weiß, wie viele Quests ich bisher übersehen habe. Sag mal, warum ist hier nicht eine einzige verfluchte Kiste? Ist doch jetzt ein Witz, oder? Hier ist nicht eine Kiste. Dann machen wir gleich ein paar O'Leary-Schleicher kaputt von mir aus. Ach, sowas Doofes. Oder die sind dahinter nur. Aber warum? Warum sollte das so sein? Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Ich will nicht kämpfen. Mach dich vom Acker, Pussy. Ah, eine Kiste, ich sehe eine. So, Nummer 1. Dann sind die wahrscheinlich nur hier auf dieser Seite. Warum auch immer, ne? Ergibt keinen Sinn, da steht nämlich schon die nächste. So, wie es sich gehört. Blöd. Da ist schon wieder die nächste. Ja, dann waren die einfach nur in diesem... hinter diesem Türmchen da hinten einfach gar nicht mehr vorhanden. Ach, guck mal, hier ist auch noch ein O'Leary-Schleicher. Da kann ich die gleich von hier aus direkt bekämpfen. So, das ist erledigt. So, und dann besiegen wir direkt mal ein paar O'Leary-Schleicher. Was sind die? Oh, die O'Learys sind Feuer. Mit Feuer unterwegs. Gut, dann machen wir direkt mal hier das Feuerschild. Auf uns. Wir brauchen aber dann auch alternative Kampf... Wie heißt es? Kampfkarten. So, das können wir nämlich dann überhaupt nicht gebrauchen. Das vielleicht... Das brauchen wir jetzt nicht. Und
Das können wir nochmal machen. Für den zweiten Angriff. Gegen uns. Ja. Powert euch nun da hoch. Da haben wir schon mal den ersten, den wir jetzt mit dem... Nein. Das machen wir da drauf. Obwohl, nein, wie dumm. Egal. Ja, machen wir den erstmal kaputt. Den oder den oder den oder den. Den. Kaputt. Gottchen. Ist ja gar nicht der Rede wert. Dann machen wir jetzt das auf ihn. Und vielleicht kann der Feuervogel ja trotzdem ein bisschen was bewirken. Sehen wir dann. Wahrscheinlich nicht. Nur so 250 oder sowas. Das ist ja auch lächerlich, oder? Komm, wir probieren es. Es wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Oh, das war aber doch schon ganz ordentlich eigentlich, ne? Trotz Feuerresistenz. Jetzt bräuchten wir nur noch einen kleinen Angriff weg damit. Weg damit, weg damit. Das stehen bei ihm. Ha. Ein feuriger Kampf. Ja, und jetzt müssen wir gerade ein bisschen abwarten einfach, ne? Bleibt uns nichts anderes übrig. So, komm, jetzt machen wir gerade kaputt, Kumpel. Immer dann, wenn man denkt, so, jetzt ist aber Ende. Wenigstens geht das zu 100% gut. So. Gut. Damit haben wir schon mal zwei derer Idioten besiegt. Ach so, ich habe Lösegeldforderungen schon erreicht. Gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss.